Morgen, liebe Radsportfreunde. Ich mache heute eine Radtour von der Foderis zur Engaini. Wir haben dir da das Auto gebaut in der Nähe von Silbensteiner See. Der Herbert ist dabei. Ich hoffe, ich mache wieder ein paar schöne Bilder. Schauen wir mal. Da unten fließt die Isar und wir fahren jetzt hinein ins Foderistal, oder Ristal heißt es. Fahren wir jetzt rein. Jetzt sind wir im großen Ahornbahn, aber wie man sieht, sind wir leider 2 Wochen spät. Das ganze Platteln alle herunter. Wenn es nicht so schön war, dann würde man sagen, wir sind umsonst gefahren, weil wir kein Platteln sieht. Gell? Aber gut, vielleicht lassen wir das nächste Jahr zu einem richtigen Zeitpunkt fahren. Aber diesmal war es leider mit dem Wetter nicht so. Heute einen schönen Tag haben wir natürlich ausgenutzt. Die Kulissen, was du hast, ist einfach traumhaft zum Fahren. Normal braucht es gar keinen Strom. Aber ich tue mir halt leichter, ist ja wurscht. Prost, Herbert!
Prost, nochmal. Jawohl. So, liebe Radsportfreunde, wir sind jetzt da drinnen in der Eng. Die Strecklänge war 23 Kilometer. Es geht so eigentlich leicht bergauf. Mit einem Turnradl, ohne weiter zum Fahren, überhaupt kein Problem. Mir persönlich hat eigentlich das Karwendelhaus ein bisschen gefallen. Kostalm ist auch wunderschön. Das ist so mehr Kommerz. Aber wir sind jetzt wieder beim Auto. Die Strecke war heute 60 Kilometer. Was gibt es zum Sagen? Die ganze Strecke ist asphaltiert rein in die Enge rein. So ist ganz fein zum Fahren. Am Wochenende wird wahrscheinlich viel Verkehr sein. Das ist nicht empfehlenswert. Unter der Woche geht es gut. So, dann hoffe ich, ich habe wieder ein paar schöne Bilder gemacht. Freut mich wieder, wenn der Daumen hoch ist. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Viertel.